Schönen guten Abend. Mein Name ist Axel Hacke und das ist ein alter Freund von mir, der eigentlich alles enthält, was ich für so eine Lesung brauche. Es ist ja so, dass ich seit vielen, vielen Jahren im Magazin der Süddeutschen Zeitung jeden Freitag eine Kolumne schreibe. Das heißt, sie erscheint jeden Freitag. Ich schreibe sie manchmal auch donnerstags. Und diese Kolumne heißt Das Beste aus meinem Leben. Und diese Kolumne hat vier Hauptfiguren. Die erste Hauptfigur bin ich. Das ist wie in meinem sonstigen Alltag auch. Dann gibt es eine zweite Hauptfigur, die heißt Paola. Das ist die Ehefrau der ersten Hauptfigur. Dann gibt es eine dritte Hauptfigur, die heißt Luis. Das ist der Sohn der zwei ersten Hauptfiguren. Und der wächst mit der Kolumne mit. Und dann gibt es eben noch den sehr alten und schwermütigen Kühlschrank Bosch, den Sie hier neben mir sehen, der in den 50er Jahren gebaut wurde, wie so viele von uns. Und eben dieser runde, weiße Bosch-Kühlschrank ist. Und das ist ein Hauptgesprächspartner von mir, vor allem für nachts, weil er eben immer was zu trinken da hat. Und weil ich ihn schon sehr, sehr lange kenne. Aus dieser Kolumne sind im Laufe der Jahre zunächst drei Bücher geworden. Das erste heißt, ich habe es euch immer schon gesagt. Das zweite, auf mich hört ja keiner. Und das dritte, ich sage es euch jetzt zum letzten Mal. Für das vierte Buch ist uns dann kein Titel mehr eingefallen. Und das hatte zur Folge, dass ich zu diesen Lesungen immer einen ganzen Stapel, also Papier mitgeschleppt habe. Also ich habe dann die Kolumnen, die danach erschienen sind, habe ich die Süddeutsche dann abonniert und habe die immer ausgeschnitten und habe die immer in so eine Hans-Jochen-Vogel-Hülle getan. Und das war natürlich, je mehr das wurde und so war das immer lästiger, in diesem Stapel dann zu suchen nach den Kolumnen, die ich jetzt lesen wollte, weil die sind nach Datum sortiert und das hat manchmal 5, 10 Minuten gedauert, bis ich was gefunden hatte. Das war doch, hat sich ein bisschen gezogen bei so einer Lesung. Deswegen haben wir noch ein Buch gemacht und das ist gerade vor 2 Monaten erschienen und heißt Das Beste aus meinem Leben. Während also diese Bücher hier so Jahresbände sind, die enthalten immer die 52 besten Kolumnen eines Jahres, ist das hier ein super Best-of-Band. Der enthält also wirklich die 95 besten Kolumnen aus 6 Jahren ungefähr. Und aus dem lese ich jetzt so diese und jene Geschichte vor. Und Sie lernen auf diese Weise die Hauptfiguren jeweils durch Geschichten noch besser kennen. Zuerst möchte ich eine Geschichte vorlesen, die mit Weihnachten zu tun hat. Das wird Ihnen ein bisschen komisch vorkommen im Moment, aber es ist ja so, dass Weihnachten hat man ja immer irgendwie drin. Es ist immer entweder gerade vorbei oder es kommt bald wieder. Und außerdem hat die Geschichte zwar mit Weihnachten zu tun, sie spielt aber nicht Weihnachten, sondern sie spielt im August. Also bitte, wenn Sie sich einfach vorstellen, dass August ist, dann läuft das schon.